Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Börsenwoche mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Montag, der 8. August 2016. Blicken wir ein wenig zurück. Stramm aufwärts zeigte am Freitag der DAX nach plus 1,36%. Lag der Widerstand bei ungefähr 10.500 Punkten zumindest näher. Erreicht ist er zwar noch nicht gewesen, der Schlussstand am Freitag lag ja bei ungefähr 10.367 Punkten, aber der Abstand ist nicht groß und die Charttechnik des DAX gefällt mir gar nicht so schlecht. Der MDAX zog am Freitag eigentlich weitgehend mit, der TecDAX und der SDAX waren weniger stark im Plus als der DAX, aber so ist das nun mal an der Börse. Mal läuft das eine stärker, mal läuft das andere etwas stärker. Wichtig ist auch die Wall Street, der S&P 500 legt um 0,8% zu. Der Nasdaq 100 und auch der Dow Jones Industrial waren sogar noch etwas stärker als dieser marktbreite Index, also der S&P 500. Es sieht nach der kleinen Atempause also gar nicht so schlecht aus für Deutschland, zumindest was die Markttechnik angeht. Aber bleiben wir zunächst vielleicht doch noch mal kurz in den USA, denn am Freitag gab es ja den amerikanischen Arbeitsmarktbericht. Und der ist natürlich schon eine wichtige Information. Das Bureau of Labor Statistics berichtete oder meldete für die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaftsbranche einen Anstieg um 255.000 Stellen im Juli. Die Arbeitslosenrate mehr oder weniger unverändert bei 4,9%, also auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der Arbeitslosen bei ungefähr 7,8 Millionen und damit weitgehend unverändert. Überhaupt treten Arbeitslosenrate und auch die Zahl der Arbeitslosen netto gerechnet bereits seit August letzten Jahres mehr oder weniger auf der Stelle, wie das Bureau of Labor Statistics ausführt. Ja, wie der Markt mit dieser Meldung oder mit diesem Bericht umgehen kann, darf man wohl an der Tagesperformance des S&P 500 ablesen, nämlich gut. Bleiben wir auf der Makrobühne, kommen aber zu Deutschland. Hier gab es nämlich bereits die Information vom Statistischen Bundesamt über die Produktion im produzierenden Gewerbe Deutschlands. Die vorläufige Berechnung ergab einen bereinigten Anstieg um 0,8% gegenüber dem Vormonat. Das ist also kein Vorjahresvergleich, sondern der Vergleich von Juni zum Vormonat Mai. Ja, der zunächst gemeldete Rückgang beim Vormonat, also Mai gegenüber April, wurde auch etwas abgemildert. Statt der zunächst ermittelten minus 1,3% lag der Rückgang nach der Revision nur bei 0,9%. Kommen wir zu zwei Aktien-Schlaglichtern oder Unternehmensschlaglichtern. Fangen wir mal an mit Allianz und vielleicht betten wir es mal ein wenig in den Kontext. Heute nehme ich mit besonderer Stärke auch die Finanzbranche im DAX dabei. Die Deutsche Bank war eben 3,39% im Plus, die Commerzbank plus 2,91% im Plus. Aber in der Führungsgruppe im DAX war eben auch die Allianz. Hier lag der Anstieg eben oder vorhin bei 3,28%. Das wird den einen oder anderen vielleicht ein wenig erstaunen oder verwundern angesichts der jüngst vorgelegten Zahlen. Wir hatten in der jüngsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs die empfohlene Kaufstrategie ja etwas angepasst. Bitte beachten Sie das. Wenn eine Aktie nach einer solchen Enttäuschung Stärke zeigt, dann ist das durchaus ein interessantes Signal und die Charttechnik der Allianz sieht sowieso ganz reizvoll aus. Nächstes Schlaglicht, deutlich kleiner, deutlich spezieller, SHW. SAW ist vielleicht eine Aktie, die man jetzt auch etwas im Auge behalten sollte. Die Börsenzeitung berichtet nämlich über den Einstieg eines chinesischen Investors, nämlich die Anhui ARN Group mit 6,06%. Die Aktie bietet auch charttechnisch ein interessantes Bild mit der Fragestellung, ob der Widerstand bei etwa 30 Euro geknackt werden kann. Soweit ist es noch nicht. Der Kurs heute Morgen lag ja bei ungefähr 25,55 Euro. Aber wie gesagt oder angedeutet, die Aktie darf man ruhig mal im Auge behalten. Damit sind wir angekommen beim Terminkalender mit Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist angesetzt aus Japan die Information über den Leistungsbilanzsaldo und auch in Bezug auf China sollte berichtet werden heute über den Handelsbilanzsaldo. Außerdem eine Reihe von Unternehmensnamen wieder im Terminkalender, die News Corp beispielsweise, QSC, Xing kann man hier anführen, Sina, Microchip Technology und auch Ctrip.com. Abschließend, der DAX macht heute Morgen ebenfalls eine stramme, positive Figur. Plus 1,03% waren es vorhin mit einem Stand von ungefähr 10.474 Punkte. Das heißt, der deutsche Leitindex ist auf Sichtweite zum Widerstand bei ungefähr 10.500 Punkten. Vielleicht fällt diese Woche schon diese wichtige Entscheidung. Ein Ausbruch nach oben wäre aus meiner Sicht ein sehr positives Signal aus markttechnischer Sicht. Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.